Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, es ist wieder soweit, ich habe mir was rangeholt. Und zwar ist es so gewesen, dass ich mir, nachdem ich jetzt einfach eine ganze Weile lang immer diese ja eher kostengünstigeren Videos gedreht habe, mit eher ja, so Random-Karten halt, habe ich mir gedacht, eigentlich ist man eine andere Qualität, auch was die Karten angeht, von meinem Kanal gewohnt und deshalb... Komm, einmal geht noch, habe ich mir gedacht, jetzt holst du dir noch mal was ran. Hab dem lieben Erik geschrieben, der übrigens wieder in der Videobeschreibung verlinkt ist. Der hat in seine Schatzkiste gegriffen und hat mir hier ein schönes Sortiment an Karten zugeschickt. Bevor wir damit allerdings loslegen, möchte ich dem lieben Lasse danken. Der hat mir eine kleine Spende zukommen lassen. Es waren überwiegend Cummins inklusive zwei Holos. Dementsprechend gibt es halt keine separate Folge. Aber die zwei coolsten Sachen, die zeige ich euch mal hier. Er hat mir noch ein Starterdeck Xyz Symphony. Das gibt es, glaube ich, schon für 2-3 Euro mittlerweile zu kaufen. Ist auch relativ cool. Ich glaube, allein schon Utopia geht 1 Euro mittlerweile. Oder ging zumindest damals, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, noch so viel. Und ein, das hat mich sehr gefreut, ein Kauz und Schlossvogel aus Star Strike Blast. Erste Auflage deutsch. Ich würde sagen, niemand bis excellent. Extrem schön, freut mich. Ich weiß gar nicht, ob der noch viel geht. Ich glaube natürlich, dass der Preis schon eingestürzt ist nach dem Reprint in der Legendary Collection Kaiba. Aber ich denke mal, den ein oder anderen Euro wird er noch gehen. Und auch an sich eine sehr schöne Karte. Gefällt mir in Rare fast besser als in Ultra Rare. Sehr schön. Danke dir, lieber Lasse. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er jetzt einen YouTube-Kanal gehabt hat oder nicht. Ich gucke nochmal nach. Wenn ja, dann verlinke ich ihn in der Videobeschreibung. So. Jetzt legen wir aber mit der Sendung los. Und da haben wir zum einen zweimal den Regenbogen Finsternisdrachen. Der geht ja auch einiges, glaube ich. Der ist aus Phantom Darkness. Eine sehr, sehr schöne Karte. Der Secret-Effekt auch unglaublich toll. Ich persönlich bin einfach, ich muss es einfach sagen, also ich finde es jetzt nicht furchtbar, dass die heutigen Karten, die neuen Karten hier auch holographisch sind, aber ich finde sie ohne holographische Attribute und Stufen einfach besser. Na, das wird mir jetzt hier wieder transparent, wo ich die Karte sehe. Auf jeden Fall, die hier war zweimal dabei. Sehr, sehr schön. Sehr nice. Dann ganze sage und schreibe 9-mal Zodiac Schweifpeitsche. Damit habe ich alles, was ich brauche. Ich habe ja nochmal ein Playset schon hier. Damit habe ich alle Zodiac Schweifpeitschen, die ich brauche, beisammen auf einen Sitz. Deswegen habe ich sie auch alle gleich direkt so genommen, wie sie sind. Weiß gar nicht, was die jetzt geht. Aber soweit ich weiß, ist die Schweifpeitsche nicht unbedingt so beliebt. Auch nicht unbedingt die beliebteste OP-Ulti. Dementsprechend denke ich mal so 5-6 Euro vielleicht, keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht. Aber es ist tatsächlich von der Optik her, also vom Aussehen her, einer meiner Lieblings-Zodiac-Karten. Finde ich richtig nice, sieht düster aus, richtig schöne Sache. Und ja, ein Ultimate natürlich, unglaublich cool von der Optik her, unglaublich schön zum Ansehen. Genau. Dann haben wir bekommen ein Verbündeter der Gerechtigkeit Katastroph, von denen habe ich glaube ich noch gar nicht so viele, 4 oder 5 Stück erst. Der ging zumindest damals auch einiges, als ich ihn das erste Mal bekommen habe. Wie viel er jetzt geht, weiß ich nicht, aber es ist einer meiner Lieblings-Genex-Monster, weil viele Genex-Monster finde ich nicht so schön, aber den finde ich halt doch recht cool. Es gibt, weil der Genex ist bei mir so gespalten, ich mag ein paar Genex-Monster, ein paar sehen richtig komisch aus, aber der gehört definitiv zu denen, die ich mag, und in Ulti natürlich ein absoluter Hingucker. Dann kommen wir schon zu den Super Rares aus den Turbo Packs. Da haben wir aus dem Turbo Pack 3 wieder aufleben. Eine sehr, sehr schöne Super Rare. Gefällt mir sehr schön vom Artwork. Haben wir hier zweimal dabei gehabt. Dann haben wir aus demselben Turbo Pack Morphtronisches Cellphone. Auch ein Super Rare. Morphtronisch war jetzt zwar nie so wirklich der Fan davon, aber das Cellphone geht schon irgendwie klar. Dann aus dem Turbo Pack 7 noch zweimal den Ninja Maestro Sasuke in Super Rare. Und einmal den gelben Apparat. Ja, das war's aber noch nicht gewesen. Wir haben noch 3 kleine Päckchen hier. Und zwar einmal ein Bonuspäckchen, dann noch eine extra Kanalspende und eben nachträglich zum Geburtstag. Genau, Bonus kriegen wir öfter mal. Das ist immer, wenn ich mal überwiesen habe, kriege ich mal so ein Bonuspäckchen geschickt oder zugeschickt. Schauen wir einfach mal, was hier drin ist. Ich bin gespannt. Dann mal hier zum einen den DD-Angreifer. Gucken wir auch immer direkt mal so auf die Condition. Ja, da ist natürlich viel zu erwarten, im recht guten Zustand. Erik hat ja diese ganzen Promo-Päckchen von dem Ding gehabt. Da war auch Ebens, glaube ich, dabei. Genau, sehr schön. Dann der plündernde Hauptmann aus... Was zum Henker ist das für ein Set?
DEM1. Keine Ahnung, aber scheint irgendwas Besonderes zu sein. Ist in Kamen. Okay, kenne ich nicht. Dann Inferno Hammer aus CMC. Der sieht ein bisschen lädiert aus. Ja, das ist er auch. Der ist Plate. Der ist Plate. Der ist richtig Heavy Plate. Sehr cool. Dann eine Treasure Map. Spricht man das aus? Eine Schatzkarte halt, heißt die Karte auf Deutsch. Auch die hat hier einen kleinen Schaden, sag ich mal. Aber ansonsten ist sie noch annehmbar. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Sieht gut aus. War eigentlich eine Karte, die kaum Beachtung gefunden hat. Ne? Also auf jeden Fall, die ist aus der DPK. Mit einer farblich passenden Hülle. Dann haben wir die Gedankenkontrolle aus WC5. Auch die hat ein paar Schrammen, aber ansonsten, also die hat auf dem Kartenbild ein paar Kratzer, aber sonst geht es eigentlich voll klar. Dann Schwester Rificule, die Gefallen, ne? Das ist ja mittlerweile ein Finsterlord und die ging damals sogar relativ viel. Die ist jetzt hier noch aus GX05 und ist eigentlich in einem relativ guten Zustand, abgesehen von der Delle hier oben. Richtig coole Sache, gefällt mir. Das Original. Nicht den Deso Reprint. Dann, oh, hier, Totenkopfflamme. Die finde ich natürlich cool. Die ist aus WB1. Ja, also diese. Die finde ich echt geil. Die Karte. Die mag ich. Von der habe ich auch noch gar nicht so viele. Dann haben wir noch ein Samurai-Schwert Baron. Der ist auch Light. Ja, der ist ein bisschen mehr als Light Plate. Der ist schon Heavy. Ja, doch Heavy Plate, würde ich sagen. Aber auch aus einem dieser. Dieser Zusatzdinger. Dieser. Spiele-Promos. Und zu guter Letzt Austausch in Secret Rare. In einem sehr guten Zustand sogar aus TST. Okay, echt cool. Freut mich. Nice. Vor allem, dass in so einem guten Zustand ist. Hätte ich jetzt in dem Pack gar nicht erwartet, weil hier so viele in einem recht schlechten Zustand waren. Also das war jetzt das Bonus-Pack. Dann gucken wir uns mal, was wir gespendet bekommen haben. Dann gucken wir uns mal an, was wir gespendet bekommen haben. So muss man sagen. Da haben wir das Siegel der Alten. Richtig schön, die ist ein bisschen dreckig, die Karte, aber an sich, ja, das sieht man es, bisschen dreckig, aber das ist nur Schmutz. Also, das kann man locker sauber machen und dann ist die Karte eigentlich in einem recht guten Zustand, soweit. Okay, da hinten hat sie, ist das auch Dreck? Ja, das ist auch Dreck. Genau, aber so an sich, echt coole Sache. Die Karte mag ich eigentlich ganz gern, eine meiner Lieblingspromos, muss ich sagen. Dann haben wir einen Truppen im Exil aus Hobby League. Habe ich die überhaupt schon? Weiß ich gar nicht. Dann Royal Decree. Erstaunlicherweise übrigens alle in einem sehr, sehr guten Zustand. Von der habe ich jetzt auch schon, glaube ich, massenweise im Parallel. Auch der reißende Tribut, der befindet sich schon einige Male in meiner Sammlung. Ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Gefällt mir. Die Riesenratte, auch ein alter Bekannter. Aus Hobby League. Richtig cool. Hobby League sind sowieso so ganz besondere Karten. Die sind ein bisschen fester. Ne? Dann haben wir Kaiku. Der Geisterzerstörer. Den habe ich, glaube ich, noch nicht so oft aus der Hobby League. Mystische Tomate. Ja, klar. Logisch. Die habe ich auch schon ein paar Mal. Auch eine richtig coole Karte. Hier ist wieder ein reines Hobby League Pack. Und Bolter. Dark Bolter the Terrible. Genau. Der ist ja am unzensierten. Sieht dann noch ein bisschen heftiger aus. Okay, richtig, richtig nice. Die sind auch alle in einem super Zustand eigentlich. Also, gefällt mir richtig gut. Vielen Dank für die Kanalspende, lieber Erik. Ist echt großzügig von dir. Geile Sache. Und dann schauen wir uns das Letzte noch an, was ich hier nachträglich zum Geburtstag bekommen habe. So. Also, lieber Erik, übrigens, mein Geburtstag ist nächsten Monat. Du hast dich wahrscheinlich an dem orientiert, was auf meinem zweiten Profil angegeben ist. Und das ist halt nicht das richtige Geburtsdatum. Aber trotzdem danke. Ich nehme das dann mal als vorträgliches Geburtstagsgeschenk. Das ist Emis der Unendliche. Der ist aus demselben Set wie unser DD-Angreifer. Natürlich auch in einem ähnlich guten Zustand. Hier unten ein bisschen angeditscht. Dann haben wir den maskierter Chopper aus GX03. Auch der ist in einem super Zustand eigentlich. Der ist absolut mint. Sehr cool. Von dem habe ich noch gar nicht so viel. Ich glaube, erst zwei oder drei, keine Ahnung. Die Karte findet man irgendwie nicht so häufig in Sammlungen. Dann haben wir zweimal Elementarheld Necroshade aus God
GX01, war also auch eine Promo. Die ist auch ganz dezent dreckig, unten ein bisschen so, aber ansonsten ist die in recht gutem Zustand. Die andere sieht mir da schon etwas ledierter aus. Ja, die andere, die hat schon ein bisschen mehr abbekommen. Aus demselben Set, die ist schon played. Aber richtig cool. Ein super rare. Freut mich. Dann haben wir eine Jägereule, auch eine richtig coole Karte. Das GX03, die hat hier so einen kleinen Kratzer, aber sonst auch sehr guter Zustand. Jägereule ist eine sehr schöne Karte, die mag ich. Und zu guter Letzt haben wir den Schicksalsheld Disc Commander. Das ist einer meiner Lieblings-Schicksalshelden, den mag ich richtig gerne. So WC07, der ist auch in einem Top-Zustand. Kann man sich nicht beklagen. Ja, dann vielen Dank, lieber Erik. Das ist echt eine großzügige Sendung von dir gewesen. Richtig fette Sache. Freut mich, dass wir die Karten in der Sammlung begrüßen dürfen. Ich hoffe, euch hat die Sendung genauso gut gefallen wie mir. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Neuzugänge bzw. zur Setbesprechung von Flames of Destruction. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.